Hester und herzlich willkommen zu einem Vlog hier von meiner Weltreise. Ja, ich habe mich vorhin auf den Weg gemacht von Taipei, habe ich mich in die Bahn gesetzt und in Richtung Haoyuan gefahren, aber ich musste wieder aussteigen, denn was ich nicht wusste, dass man für den Zug eine Sitzplatzreservierung braucht. Ich bin nämlich einfach nur mit der EasyCard, also eine Karte hier, mit kannst du ja überall bezahlen, dann ist quasi einfach eine Guthabenkarte, jetzt Geld drauf, genau. Bin ich einfach durch das Tor gegangen, aber ja, dann bin ich auch hier wieder raus. Musste mir jetzt hier in Nanjang, bin ich jetzt gerade, musste ich mir ein Ticket ziehen. Genau, jetzt warte ich auf den nächsten Zug und dann, genau, geht's weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Den zweiten Tag. Als ich gestern angekommen bin, habe ich erstmal eingecheckt ganz normal. Und ich muss sagen, das Hostel, das ist echt super. Also das war echt nett, der Abend gestern. Ich habe viel mich zusammen mit den Leuten da gegessen, viel unterhalten, haben noch Karten gespielt, also war wirklich ein netter Abend. Genau. Und jetzt bin ich hier ein bisschen im Taroko Park unterwegs, hier ein bisschen wandern und mal gucken, was der so zu bieten hat. Los geht's. Weiter an den Süden von Taiwan, und zwar an den Ort Kitong. Let's go! Ich sitze gerade an der Bushaltestelle und gleich geht es weiter mit dem Bus nach Taoyuan. Ich bin jetzt in Kaohsiung angekommen. Ich glaube, ich spreche die ganze Zeit falsch aus, aber was soll's. Genau, und ich habe gerade eben eingecheckt und das Hostel ist wirklich deutlich größer, als ich gedacht habe. Es hat irgendwie 7 Stockwerke, pro Stockwerk irgendwie, keine Ahnung, schätzungsweise 10 Zimmer mit jeweils 6 Betten, also wirklich ordentlich. Ich muss sagen, auch die Lobby oder der Aufenthaltsraum, da ist echt gut geräumig und auch nur ein kleines Stück aus. Aber jetzt heißt es erstmal, ich muss die Stadt erkunden. Mal gucken, was er hat.
gerade in der MRT-U-Bahn-Station von Kaohsiung. Für mich geht es gleich weiter nach Tainan. An dieser Stelle beende ich auch das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und im nächsten Video geht es dann von Tainan über Taichung wieder zurück nach Taipei. Um das nicht zu verpassen, schaltet ihr nächstes Mal gerne wieder ein. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.